Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Last Epoch Let's Play. Jo, wir gehen weiter mit diesem Echo, das ist das zweite rechts. Oder man hat die Auswahl zwischen zwei, wir sind Level 61. Und ja, mit diesem ja, recht beliebten, also nein, es war damals kurz beliebt, aber es haben wahrscheinlich nicht so viele so es gemacht, vor allem mit einer Zweihandwaffe. Die meisten spielen es mit Schild. Und dann muss man viel anders gehen und hat nicht so einen Durchschlagskraft. Aber eben, das ist ja auch unser Problem, dass wir die Schwerter nicht so zäh hatten am Anfang. Habe ich mir einfach ein bisschen schwer getan, aber das ist ja mittlerweile fertig. Müssen wir noch kurz warten. Werden schon stärker, wenn sie zusammen sind. So, und die Gegner sind langsam auch ein bisschen zäh noch. Auch nicht so ab Damage geskillt sind. Uns fehlen vor allem eine Waffe mit sehr viel Minion Damage. Minion Physical Damage geht, glaube ich, sehr hoch. So, werden wir dann sehen. Genau. Ein bisschen für mich leiser machen. Ich hoffe, es ist für euch nicht zu laut. Kann ich mache nochmal so ein bisschen leiser für euch auch. Weil ich wieder ein bisschen etwas verändert habe. Im Sound hier. Im Game. So. Minion Damage. Okay, nehmen wir mit. Nicht so viel, aber. Wir haben auch noch nicht so viele Minion Damage Items. Ja, der Schaden kommt alles von einfach solchen Exalted Knots Bones. Und das macht halt ein Bild nicht immer sehr stark, aber uns fehlt der Helm. Sobald wir den Helm haben, werden wir sehr viel Damage drücken. Den hatte ich ja im Singleplayer. Für die Rissi nicht, jetzt habe ich ja die Rissi und den Helm nicht. Und ich hoffe, der droppt bald. Weil wir haben jetzt ein Z-Item Echo und da sollte er vielleicht droppen. Und die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering. Gut. Ich denke, wir haben jetzt auch gerade Mods, die wirklich auch die Gegner sehr zäh machen. Ja, Elementarresistenzen dreimal. Ist klar, dass wir nicht so viel schauen. Ist mir jetzt auch erst aufgefallen, dass ich an den Mods legen können. Genau, da haben wir letztes Mal noch geschaut. Das ist jetzt leider ein bisschen her. Vor 3 Tagen. Dass wir da eben nicht dort unbedingt durch müssen direkt. Manchmal ist es besser, wenn ihr einfach irgendwo anders hingeht. Diesen Gegner ist mir neu. Also ich habe ihn noch nicht gesehen. Ist der Akt 7 oder 8? Akt 7 sind ja durch. 9? Wahrscheinlich in Akt 9 sogar. Okay. Oder nur in den. Ich war ja in die im Multiplayer-Teil noch nie in dieser Richtung gegangen, nach rechts. Matt ist rough. Möchte ich das unbedingt mal spielen? Ich werde währenddessen mal einen Detonating Arrow Marksman oder einen Druiden, der auf in der Spriggenform auf die Ranken und ein bisschen auch auf die Seelen oder wie die heißen da. Den Namen nicht so auswendig kann. Spriggentorns oder so. Soultorns? Auf jeden Fall auf die rechte Seite. Es gibt nämlich ein guter Beat, der auch wieder die One-Torns, Torn-Totems braucht. Und das ist für mich ein bisschen. Ja. So nervig. Ja, aber eher mischt. Und das ist halt eher dann noch ein bisschen schwieriger zum Hochtreiben. Dass man dann Maximum alles hat. Also Strange skaliert ja mit den Waffen. Also mit den Minions. Frag mich jetzt gerade. Ah, dieses dumme Schild, das immer drauf. Eine viel höhere Wahrscheinlichkeit hat, also ein Durchschnitt.
Unik brauchen wir jetzt nicht so direkt, aber es gibt wahrscheinlich gute Glancing Blow. Oh, Glancing Blow. Eden Damage. Es könnte ein bisschen schwieriger werden. Aber wir machen es. Wir brauchen ja noch viele Uniks. Ja, wir sind jetzt in diesen 2,5 Monaten eigentlich gar nicht so weit gekommen. Also sogar 3 Monate wäre jetzt gar nicht so weit gekommen. Ich habe halt so viele gerne ja, Abwechslung. Und nicht immer ständig nur Last Epoch grinden. Sonst spiele ich den ganzen Tag Last Epoch für 30 Minuten Aufnahme, oder? Ja, Last Epoch hat auch ein ziemliches Grinder-Spiel. Ist schade. Aber cool. Schon viel besser, weil wir einmal 15% weniger Resistenzen auf dem Gegner haben. Das tut einem so ein Keyspeed gut und wir leben halt auch besser. Damit sehr schön. Usch. Dann wieder mehr Äxte, das ist auch gut. Ja, diese Axterweiterung von Minions, dass die Schwerter zu Äxten werden, ist sehr effektiv. Also habe ich 2x50er. Das sieht aber mehr aus, dass sie schnelle Dinge haben, Angriffsgeschwindigkeit haben. Ist ja klar. Müssen sie auch. Ich bin leider auch zwischendurch extremst Sacred 2-süchtig. Und ja, ich wollte auch noch ein neues Second Slay bringen, aber da warte ich noch ein bisschen, bis ich auch wieder ein bisschen mehr Zuschauer habe. Allgemein oder auch aktivere Fans. Da hoffe ich doch, ein paar Leute können noch ein bisschen aktiver sein bei mir. Ich würde es genießen. Aber keinen Zwang. Ja. So, dieses Level ist ja eigentlich vor dem Aetera-Tempel. Und ist eigentlich cool auch ein bisschen verändert worden vom Skin. Ist, glaube ich, eher dunkel, also eher Abend. Sieht gut aus. Und ja, früher war der Vorhof hier so richtig voller Welt und so sah nicht so gut aus. Hier ist ein bisschen antik abzerstört. Ist ein bisschen besser, wenn vorher schon so viel Welt war. Und vorher habe ich sehr lange Minecraft gefarmt, damit wir Bambus haben. Wir haben einfach keine Wüste gefunden, keinen Dschungel gefunden, nein. Und eine Wüste haben wir gefunden, aber der Kollege, wenn ich jetzt den Namen wieder nicht weiß, kann ich mal kurz nachschlagen. Pluto, ja, ist genau Pluto. Oh, das war da. Armorschritt per Hit. Minion Damage. Ja, 8 Melee Physical Damage ist, wenn man das eigentlich so mit den anderen Patienten. Ups. Klingt eigentlich besser. Aber Armor. Ja, wenn ich dann wirklich zäher bin und so auch durch. Leute, hat es gar nichts angezeigt. Ist das bei euch? Hat sich das bei euch auch so komisch angeschaut? Also. Einfach gar nichts. Passiert, ich bin nur teleportiert und das sofort. Okay, nochmals ein Z. nochmals ein Z-Echo, bitte. Es ist schon ein bisschen eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass die bestimmten Z-Items von einem Echo, von einem Monolithen auch kommt, aber. Ja. So, Schwertchen. Oh, greif dann. Gut. Ja, merkt ihr vielleicht, ich bin auch ein bisschen ausgeruht, obwohl ich heute auch nur 3 Stunden geschlafen habe. Ich bin halt intensiv für Fußball am Trainieren. Deshalb habe ich auch meistens so wenig Zeit. Und wenn dann die Familie auch über den Nachmittag da ist und so, bin ich auch schon ein bisschen K.O. Penetration mit Blut. Wenn ich dann die Unix habe, die bluten geben. Smelter's Rough ist. Kein Smelter's Rough ist das.
Nein, das ist der Skill, genau. Das sehen wir anders aus. So eine Blutensack. Keine Ahnung, wie das heißt. Leading Edge. Ich weiß nicht, wieso im Englischen so viel Ecken, so viel Edge, ob das eine andere Bedeutung hat. Weiß ich, ein bisschen mehr auskennen als im Englischen. Ich darf es gerne mal sagen, wieso so viele Skills und so Edge heißen. Auf Deutsch, finde ich Ecken jetzt nicht gerade so ein Wort, was cool ist. Aber Edge ist irgendwie cool. Das wir im Krieg auch gegeben. Hat man mit Ecken angegriffen. So, wir sind leider irgendwie ein bisschen falsch gelaufen, dass er angezeigt wurde. Diese Gegner, ich weiß nicht, sie machen nicht so viel Spaß, weil sie recht zäh sind. Und irgendwie so ein bisschen zu schnell angreifen, so ein Tank. Aber eigentlich sind sie sehr innovativ. Die da mag ich am wenigsten, diese Tentakel-Schweine. Das wäre das eigentlich. Die mag ich am wenigsten. Weil die Skills sehen so mächtig aus, aber sie machen echt nicht viel Schaden mit diesem Skill. Einfach so, so unnütz für die Gegner. Oh, viel Multiplayer. Und Minion Damage oben. Ja, Minion Damage. Aber leider noch zu wenig. Müsst ihr da noch ein bisschen craften. Wieso zeige ich eigentlich nie craften, weil ich selber halt auch nie mache. Also im Endgame muss man halt schon ein bisschen zwangsmäßig craften. Aber solange ich die Items nicht austausche, möchte ich sie ja nicht craften. Also zu viel austausche. Und nicht austausche, weil ich sie noch nicht craften. Nicht unnötig irgendwie so die Zeit investieren ins Craften. Jo, ich müsste halt nochmals einen neuen Blutfeder für den Marksman machen. Und ich muss irgendwie einen guten Bild finden für den Minimalist, am besten einen Frieden oder so. Ich habe nachgedacht, wieder Ding zu spielen, die andere Form. Insektenfarm. Weiß ich nicht. Ja, ihr wisst wahrscheinlich, wie sie heißt und ich nicht. Hat einfach Bug. Der größte Bug im Spiel. Das ist ja eigentlich eher ein Skorpion oder so, also ein Skorpionkäfer. Zichelkäfer. Aber ob das noch funktioniert oder ob sie das schon gepatcht haben, angepasst haben. Nicht. Aber wie immer, ich spiele nicht gerne broken, verbackte Builds. Nee. Es gibt übrigens so eine Art, oh, wie hieß das wieder? Rife oder so? Rice? Ich glaube, es heißt Rice. Was immer noch verbackt ist, wo ihr mehrere Millionen Schaden machen könnt. So eine Druiden. Ja. Da haben wir noch Platz. Vorne irgendwo. Riesig war nicht. Nein. Also die mache ich ganz vorne, das mache ich hier rein. Und hier vorne geht's auch nicht mehr. Ich mache mal jetzt einen Schlüssel, das ich brauche. Die Schlüssel werden wir nicht so sammeln. Also ich muss mehr spielen und hier haben wir auch Blockchance dazu.
Attack ist chillen. Ich weiß nicht. Werfen. Auch. Nochmal so ein Schlüsselkraft. Und der. Der Rest nehme ich also mit. Und was noch hier? Gottchen, muss man viel machen zwischendurch in diesem Spiel. Also. Wir haben noch zu skillen hier oben. Ein Blockchance nicht. Rear eigentlich auch nicht. Was haben wir hier noch zu skillen? Ah, den Punkt wieder hier rein zu tun. Dachte schon. Und dann haben wir noch zwei Punkte. Genau hier noch einmal. Und dann wären, glaube ich, hier noch Punkte. Ein Fire Damage. Sonst nicht. No cool dann. Cool. Wäre auch nicht schlecht, aber auch nicht. Wir setzen diesen Schlag nie ein. Hier würde ich gerne auf Armor gehen noch. Und hier auf diesen Feuerjahn. Ah, ist schon verschoben. Prima, also. Läuft ja gut. Also auch diese Sichel, die ich eigentlich auch mal gebrauchen könnte für ein Bild, habe ich auch gefunden. Und ja, je mehr ich Zeit habe und farme, desto ja, schnell können wir dann auch wieder irgendwas planen, was einzigartig ist und cool ist. Aber es gibt in letzter Zeit wirklich kaum mehr neue Bits. Jetzt langsam haben die Entwickler leider die aktiven Spieler wieder verloren. Ich mag es nicht so, dass manche Spieler echt nicht viel spielen. Die doch ein Lieblingsspiel haben sollten, die doch gar nicht die ganze Season durchspielen. Stimmt das, dass es in Diablo 4 nur eine Hardcore-Season gibt, aber die Spiele ohne Hardcore gar nicht eine Season bekommen? Keine Liga. Hä? Ich habe einfach ein Video geschaut von einem, der Sonnen Hardcore Softcore gemacht hat und sich aufgeregt, dass er nicht in der Rangliste erscheint damit. Aber wahrscheinlich meint es einfach so, ja, ich muss Hardcore spielen, weil ich aufstellen möchte. Ich habe damals in Diablo 2 die ganze Zeit Hardcore gespielt und ich bin gestorben, weil es 10 Minuten Lags manchmal gab. Stellt euch das mal vor, das ging ja nicht zu. Da hat es so 10 bis 20 Minuten einfach Lags. Und du nichts machen konntest und die Gegner haben angegriffen und dann bist du immer tot gewesen. Wenn du so 10 bis 20 Minuten lange nicht überlebt hättest. Ja, das ist einfach, weil die Server noch nicht gut waren. Sind, glaube ich, in Diablo 4 richtig stabil. Es gab aber da vor 3 Tagen auch noch einen Ausfall. Die Server gedown waren vor über Nacht. Schön, es ist mir fast ein bisschen zu gemütlich. Ich muss wieder ein actiongeladener Bild mal spielen. Aber was denn, oder? Wenn man einfach kaum Zeit hat zu grinden. Ich müsste jemand haben, der für mich grindet. Wenn die ein bisschen mehr rübschickt. Ja, leider in einem Let's Play oder in einem Livestream ist es jetzt gar nicht so viel möglich. Also in einem Livestream haben die meisten ja viel Zeit. Aber wenn einer halt Sport macht, für eine ganze Wegefamilie sorgt, mit einer Familie auch zusammen einen Ausgang geht, in Ferien, also Tagesreisen oder so, hat man noch nicht viel Zeit. Auch muss ich extrem viel trainieren, das heißt nicht, wenn ich jetzt Fußball wie seine, muss ich nur 2 Stunden pro Woche oder so trainieren, nein. Ich muss jeden Tag 6 Stunden trainieren. Und das als Torwart. Also momentan noch Torwart. Ich bin auch noch nicht so fit, dass ich jetzt wirklich mit meinen Agilitätsdrang aktiver Fußball spiele, der sehr viel rennt und trippelt und so. Aber dann schon extrem trainieren muss. Und deshalb als Torwart, weil ich da schon in der Kindheit mega gut war. Ja.
eher Stürmer wäre ich vielleicht, ohne dass ich so gut dribbeln würde, wahrscheinlich auch nicht so gut, weil es einfach halt an Schusspraktiken und alles fehlt. Nein, nicht dein Ernst! Ich bekomme das eine andere Minion-Item-Set-Item-Sex. Wo ist meins? Brauch meins? Also wir sind weiter die Gegend schreiben. Oh! Okay, der Furnace kommt voll. Das heißt, wir müssen zum 2 Endboss. Risikoresistenz ist sicher. Gut. Hallo. Die warten so schön. Du kommst hier nicht rein, ich bin da. Verstehe. Vollschräg. Nicht müde, wenn ich zu wenig schlafe. Es geht, ich bin ein bisschen, ich fühle mich schwächer, also ich habe mich jetzt so langsam wirklich gut eintrainiert, dass ich nicht mehr so extremst müde werde. Ich lebe auch nochmals einen Schritt gesunder. Jetzt Eis esse ich schon veganes Eis die ganze Zeit. Das ist auch noch ein Schritt in die gute Richtung, aber ich bin eigentlich keiner, der wirklich sagt, ich muss vegan. Ich esse einfach gerne das beste Eis und scheinbar ist das vegane Eis aus einer bestimmten, jo, guten Pizzeria das beste Eis, oder? Esse ich vegan. Nein, ich schon wieder verstanden. Heute ist echt ein bisschen das Drop-Locking-Locking wieder im Untergrund. Immer noch die sehr häufigsten. Okay, das eine, Schilds und sowas. Eine Keule oder sowas. Das war schon mal so. Vielleicht ist das noch drin. Das habe ich in der Kiste wieder. Ja, ihr wisst, das war was als erstes gedruckt ist beim Best Reward. Ah, ich muss kurz ins Telefon. Thank you.
So, also ihr habt es gemerkt, ich bin wieder fertig, noch verabschiedet. Jo, ein Anruferpart gab es auch noch nie bei mir. Aber es war ein wichtiges Telefon. Wegen der Planung, wie es weitergeht, somit, ja, Krankheit. Ich momentan am schlimmsten habe, also dieses Mitochondrien-Mangelproblem. Nicht mehr. Das ist irgendwie so eine Absperrung scheinbar für den Wirbelwind. Okay. Also der Cyclone heißt. Nein, Warpuff, genau. Stimmt. Jo, ebenso, also Aufnahmen schneiden kann ich jetzt gerade nicht. Ich kann den Anruf rausschneiden, wenn ich einfach ein Programm schon hätte. Aber ich hatte ja diesen Ding, Ausfall der Festplatte. Jo. Ja, ich muss es machen. Genau. Oh, der hat sogar drei von diesen welchen Effekten. Okay. Aha. Opfer. Necrotic Penetration. Sehr gut. Wahrscheinlich schon wichtig. Also, und jetzt gehen wir wieder zum Set. Zum nächsten Set. Was haben wir eigentlich bekommen beim anderen? Oder haben wir den noch nicht erreicht gehabt? Ist das der gleiche? Hm. Den Stab, okay. Ja, ich glaube den Stab. Schade. So, jetzt haben wir den Beet eigentlich so weit, dass wir wirklich auch Schaden machen. Die Gegner sind nicht mehr so zäh. Ich muss aufhören, mit diesem Resistenzweg zu gehen. Die Minions hat doch nicht ganz so viel Schaden kriegen können. Und am Schild können wir dann auch wieder etwas machen, wenn wir die Blockchance nicht mehr so haben. Aber ich dachte, hier droben irgendwo die Minion-Damage-Äxte. Aber es müsste doch irgendwo links sein und dann hier rechts. Oder im nächsten Echo. Und die kommen sehr oft dann vor. Und dann kannst du natürlich Mega Minion Damage draufstecken, um ein bisschen abzustärken. Und gut. Also der Part wird länger, aber ich werde einfach unten in den Kommentar und die Videobeschreibung stehen lassen, wenn ich oft bin wegen dem Anruf. Aber meine Güte, sind diese Schneideprogramme manchmal schwierig zu bedienen oder legen. Extremst. Nein, man hat gute Qualität. Immer dort sein, wo ich angreifen möchte. Das tun die Minions leider nicht, den angreifen. Es macht eben wirklich sehr viel Spaß, wenn man auch ein bisschen weniger lange braucht für die Gegner. In diesem Spiel ist es schon fast ein bisschen fatal, wenn die Gegner richtig zäh sind. Sie sind sehr schnell zäh. Das ist nicht so gut skaliert noch. Aber dafür macht es unglaublich viel Spaß, wenn man auch ein bisschen umholzen kann, die Gegner. Und ja, der Schwierigkeitsgrad, der muss halt auch angepasst werden, weil ich habe natürlich an schweren Gegnern mehr Spaß als an niedrigen. Nein, der Knopf stört mich ein bisschen durch. So, jetzt ist das
Set-Item Echo. Diesen einen Turm, Leuchtturm, Leucht. So ein Leuchtfeuer. Tue ich. Kann ich jetzt hier nicht rübe. Boah, das ist so verbuggt noch. Ja. Ich rübe einfach zurück. Den Weg gehen wir unten durch. Dankeschön. Aber ich will hoch. Hallo, ich mal. Ist ein Bug gerade. Ich tue immer in die andere Richtung. Ja, ist gerade am Level einen Bug oder so. Ich tue immer nur in die Richtung. Jetzt, okay. Es ist ein Bug wegen der Ausrichtung. Dass die Ausrichtung hier oben eher nach oben geht und hier unten die Richtung. Ja. Also, ich will in die Richtung. Ja, es ist irgendwie verpackt in diesem Level. Oder eben der Skill ist gerade vorbei. Ja. Das ist ein Olo-Spulder, liebe Spiel, muss ich kappen dann. Ich kann nicht wirbeln. Es geht einfach nicht hier. Hatte ich auch noch nie. Schön, dass sie das auch noch angreift, wenn es über den Abgrund ist. Ja, wo gehe ich denn hin? Ich will nicht dorthin. Ich will in die Richtung. Hm. Hallo. Rüber zum Phönix. Dankeschön. Der Phönix kommt zu mir, aber ich kann nicht zu ihm. Jetzt ist nicht mehr verbuggt scheinbar. Okay, wunderbar. Wir haben es gelöst. Das Problem wurde selber gelöst vom Spiel. T-Pay-Token. Aber hier ist es wieder verbuggt. Hier komme ich wieder nicht rüber. Das ganze Leben ist verbuggt. Hier tue ich wieder runter. Ja, hier komme ich nicht rüber. Okay. Also hoffen wir, dass wir ein gutes Setup finden, zum Beispiel eben den Helm. Weil das hier das richtige Echo ist. Gut. Aber wir müssen halt zuerst das auch noch freispielen. Also ich hätte Bild eigentlich noch nicht so früh machen sollen. Wenn wir auch wirklich den Helm brauchen zum Schaden. Ja, und die Axt hat eine 200-Axt bei. Ich mag keine Vögelgeschrei oder so. an Menschen, also. Vögel machen mir eigentlich nichts aus. Ich mag sogar das Vogelgezwitscher und Kleien von Adlern, aber. Es muss jetzt nicht unbedingt bei Gegner sein. Und dieses auch nicht unbedingt, aber gut. Es wird einfach laut bei mir. Könnte man ja da noch ein bisschen runterschreiben. Oh, die haben gut ausgehalten, diesen Schlag. Auf einmal einen ja, senkrechten Wirbel. Ja, weil es ein Ring ist, dann nicht größer. Okay, schade. Ja. Und so ein Life Leech. Ah, es ist. Ist gar nicht mehr so gut. Früher hat man diese Boots eigentlich ermüdet getragen.
So, ja. Okay, beenden wir den Part. Wir haben noch das Leuchtfeuer dann nächstes Mal. Und ich werde währenddessen mal den Lightning Detonating Arrow Build ausprobieren. Da habe ich eine bestimmte Skillung, die noch nicht genutzt wurde. Und ja, die wird schon gut sein. Tauchen wir. Dann hier wieder weiter. Punkt. So. Gut, dann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.